Servus Leute, mein Name ist Light und ich begrüße euch ganz herzlich zu einem Spiel von Space Engineers, aber diesmal nicht zu einem normalen, sondern zu einem Survival Game. Und wir nennen das Ganze einfach mal, dass man das nicht markieren kann. Survival Test One. Ja, Survival Games. Es gibt verschiedene Arten und wir werden es einfach während dem Spielen so ein bisschen erklären. Ich versuche, mache schon wieder Gestiken mit meiner Hand, obwohl ich gar kein Facecam anhabe. In diesem Spiel könnt ihr mir mal schreiben, ob ihr Facecams haben wollt oder nicht. Wie gesagt, das ist so ein bisschen auch von euch abhängig. Ich will nicht immer Facecams machen. Nur Realistic, das ist der schwerste Modus. Aber lassen Auto healen an, automatisch. Ich habe mir das Tutorial so ein bisschen dazu angeguckt. Beschreibung scheiße ich drauf. Und ich würde sagen, wir machen normal erstmal, damit es nicht Ewigkeiten lädt. Wir gucken es uns ja nur mal an. Und wie gesagt, ihr könnt mir dann sagen, ob ihr dazu eine Facecam wollt bei diesem Spiel oder nicht. Wenn ihr eine wollt, füge ich eine nachträglich in die folgenden Parts eventuell ein. In diesem Part halt geht das nicht mehr. Ist ja klar, ich nehme jetzt nicht vorsichtshalber schon mal auf. Und wenn ihr dann schreibt, na, ich das Video neu hoch, das wäre nee. Bin dazu zu faul. So. Und was ist das Besondere am Survival Game? Man kann sterben und gewisse Sachen funktionieren nicht so, wie sie. Also gewisse Sachen sind anders, als man denkt. Und zwar zum Beispiel, alles braucht Energie, weshalb wir gleich mal hier hingehen. K, glaube ich, drücken, genau. Und den Reaktor ausmachen, die Raffinerie rausmachen. Gravitationsdienst sollte ich ausmachen, Assembler soll ich ausmachen. Brauche ich nur eine. Das will ich noch gar nicht. Was habe ich jetzt deaktiviert? Ach, Mist. Ups. K. Gravitation habe ich doch an. Lol. Ach, ja gut, aber wenn ich den Reaktor ausmache, dann. Ups. Ah, ich bin dumm. So, und hier baut man seine Schiffe nicht einfach. Hier können wir auf G drücken. Da haben wir jetzt halt die ganzen Sachen. Können wir auch hier runterziehen. Wir könnten sie auch bauen, aber wir könnten die jetzt auch hier hinstellen. Aber ihr seht da an der Seite, das Gyroskop braucht 5 Computer, 2 Motoren und bla bla bla. Und die kriegen wir nicht so einfach, die müssen wir hier aus den Raffinerien uns holen. Und wir brauchen Energie, ohne Energie sterben wir. Und sterben ist uncool. Das heißt, wir fangen erstmal an mit was Simplen. Und zwar fangen wir damit an, dass wir... Das funktioniert übrigens, ist mir jetzt gerade erst aufgefallen, das funktioniert jetzt endlich. Nein, das will ich gar nicht, sondern den hier. Der funktioniert nämlich jetzt auch. Es ist ein riesiges Update. Wir können jetzt hier, und man muss irgendwie F halten. Nein, F ist springen aus irgendeinem Grund. E? Ich glaube, ich kriege gar nichts raus, weil hier ist gar kein wirklicher Asteroid. Und ich muss auf meine Energie achten. Wo ist meine Energieanzeige hier? Ah, da unten. Wir sind bei 96% Energie und ich muss mal gucken. Genau, dass ich sowas zum Beispiel finde. Halt. Das hier müsste jetzt irgendwie, keine Ahnung, was sein. E, halt. Ich sollte das Jetpack doch nicht ausmachen. Wie sammle ich Sachen auf? Moment, wir müssen kurz in die Option gucken, bevor ich das versau. Steuerung. Und zwar Navigation vielleicht. Lichter rechts oben, nein. System 1, Hilfe, hat Chatfenster, Inventar, Selbstmord brauche ich nicht gerade, Trägheitsdämpfer ist mir auch egal, System 2, Shotlock, Systeme, Farbe, Ego-Perspektive, nicht Ego-Perspektive, nein, Werkzeug, Waffen vielleicht, ablegen, nee, okay, ja. Allgemein, das auch nicht. Navigation dann doch eher zum Sprinten, aufwärts, abwärts, links, rechts, oben, unten. Ungut. Benutzen, interagieren, T, wahrscheinlich ist es dann T. Da. Ah ja, T. Okay. Mit T sammle ich sie auf. Mit I können wir mal gucken, was wir im Inventar schon haben. An Stuff vielleicht. Nicht. Nichts.
Okay. Ach so, das sind Floating Objekte, die einfach despawnen. Habe ich jetzt mal was? Ja, jetzt habe ich ein bisschen was. Okay. Ach so, muss ich einfach nur hinfliegen, dann sammle ich automatisch ein. Kann das sein? Hä, das hat er aber im Video anders erklärt. Meine ich. Nee, hä? Ich verstehe das nicht. Jetzt hier. Nein, den Trick als Dämpfer wollte ich ehrlich gesagt nicht ausmachen. T, 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 E. F? 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 Halt, da stand was. T. Wenn das Ding markiert ist, T. Interessant. Warum funktioniert das nicht so gut? Hm. Boah, das ist ja. Wahrlich. Boah, komm her. Komm her. Boah. Komm jetzt her. Wuhu. Hab's. Okay, wir fliegen mal wieder zurück. Das ist ja abnormal. Und geh mal hier ran. Produktion. In dem Assembler können wir Sachen bauen, wie zum Beispiel, was wollen wir denn bauen? Was brauchen wir denn alles? Was ich gerne hätte, wäre halt natürlich ein Schiff. Heißt, wir machen erstmal neues kleines Schiff. Und das fängt jetzt auch an mit so einem Teil hier. Das kann man direkt auf dem Boden platzieren. So, dass wir direkt praktisch, dass es nicht direkt wegfliegen kann. Das ist eigentlich ziemlich gut, finde ich. Herstellung. Was? Missing Herstellungswerkzeug. Komponenten. Achso, die braucht er schon vorher. Okay, er kann die gar nicht bauen. Okay. Stahlplatte, Motor. Stahlrohr und Herstellkomponente. Okay. Jetzt gehen wir mal hier wieder auf K. Das ist also ein bisschen noch, ne? Also was brauche ich dafür? Ich brauche erstmal ganz viel Eisenbahn. Das heißt, wir müssen hier oben auf K. Moment. Ich will nicht den Assembler, ich würde eigentlich ganz gerne. Refinery. Ah, im Inventar jetzt. Genau. Hier kann ich das, Zeug hier reinmachen. Da muss ich, glaube ich, rausgehen und sie anmachen. Das hätte ich auch von da drüben machen können, egal. Hier machen wir die Refinery an, damit unser Strom anfängt zu brutzeln. Übrigens, das Ding hier, warum ich das vorhin alles ausgemacht habe, hat auch ein Inventar und hat solche irgendwas. Ich kann es gerade nicht lesen, ist zu klein für mich gerade zu lesen. Uranium oder sowas. Ohrs und nur damit läuft der. Und wenn der aus ist, dann ist unsere Energie hier verloren und wir sind einfach total am Arsch. Und voll screwed up und so. Wir hören das Ding arbeiten. Wir können ab und zu immer wieder reingucken. Aber wenn wir das Spiel pausieren... Okay, es ist schon fertig. Moment. Was ist jetzt gerade das Problem? Warum kriege ich hier nicht? Ach, halt, da war was vielleicht. Nee. Alle, okay. Ach so, genau, wenn die so miteinander verbunden sind, mit einem Ausgang, geht es ja hier hin. Geht es direkt, kann es direkt runterfallen. Am besten, ihr guckt euch das Video an von dem Produzenten von dem Spiel, damit ihr das versteht. So, was haben wir gesagt? Wir brauchen auf jeden Fall ein Herstellungskit. Wir brauchen ein, jetzt muss ich nachgucken, was wir noch brauchen. Eine Stahlplatte, Motor und Stahlrohr groß. Eine Stahlplatte, ein Motor und ein Stahlrohr groß. Okay. Dann können wir das hier bauen. Heißt, ihr müsst... Hat er das jetzt schon fertig gemacht? Nee. Q. Ich repeat. Ah. Ja, gut, man sollte das vielleicht auch anschalten. Warum laufe ich denn immer dahin zum Anschalten? Ich bin doch blöd. Und zwar muss ich jetzt den Reaktor, den Assembler, auch einstellen. So. Jetzt arbeitet das Ding auch. Ich kann inzwischen mal wieder den hier da oben ausschalten, glaube ich. Der müsste fertig sein. Kann ich Stein zu irgendwas verarbeiten?
Macht er daraus was? Ja, macht er. Okay, dann machen wir mal noch ein bisschen Kies. Solange die hier alle an sind. Und der hier... Nein, das wollte ich nicht. Hat der schon in seinem Inventar was? Nee. Was braucht denn der dafür? Eisenbahn. Wie kriege ich denn jetzt... Das sind keine Eisenbahnen, oder? Okay. Dann, Ups. Geil. Okay, wie es aussieht, haben wir einfach das falsche Ohr abgehakt und ich war so blöd und hab das dann schlicht und ergreifend. Ist das eigentlich eine Plattform? Heißt, ist das hier Plattform? Was ist denn das? Ist das hier das Plattform-Ding? Wenn ja, muss ich das anlassen. Weil die Healing Station ist ganz wichtig. Da respawnen wir, falls wir sterben. Ich sollte das immer anbleiben. So, warum wird mir hier eigentlich angezeigt, wo Iron und so ist? Oh, wird gespeichert. Fliegen wir mal dahin, wenn mir das schon so cool angezeigt wird. Achso, stimmt, das kann dieser Bohrer kann das irgendwie feststellen, glaube ich. Wir sammeln aber trotzdem weiter in Sachen auf. Gibt's ein Flashlight? Ah, Inventar ist zwar voll, aber wahrscheinlich nur mit Scheiße. Mit Stein. Ich weiß mal kurz weg, weil da ist was. Sieht aus wie Eisen. So. Ja, das Problem ist natürlich, dass das Inventar von so einem Typen hier sehr, sehr minimal ist. So. Inventar. Das sieht schon besser aus. Wir wollen aber noch mehr. Wie ich gerade gesehen habe, bringt das ja... Also das wirkt zwar nach wahnsinnig viel, aber es ist wohl echt gar nichts. Ah, das sieht auch nach Iron aus. Guck mal. Das ist so rötlich. War jetzt auch gerade rötlich. Und Eisen ist ja so ein bisschen rötlich. Nein. Oh. Ein bisschen nervig, dass die... Die fliegen übrigens nur weg, wenn man sie so abbaut. Wenn man sie später mit dem Schiff abbaut, müssen die nicht allen hinterherfliegen. Dann werden sie automatisch gestort. Das ist halt um ein bisschen... den Spieler schwerer zu machen am Anfang auch. Hab ich dich. Man muss halt aufpassen. Darum wurde übrigens im Patch davor diese Synchronized Objects so wichtig behandelt. Weil die Synchronized... Ist das hier vielleicht die Plattform? Was ist denn das hier in der Mitte? Ich weiß gar nicht, was das sein soll. Egal. Weil diese Synchronized Objects natürlich jetzt wichtig sind, um das ganze Eisen aufzuheben. Der Typ denkt echt mit, der das hier entwickelt. So, jetzt können wir das eigentlich mal anmachen. Jetzt können wir es auch mal von hier anmachen. Sonst meckert eh wieder jeder rum. Finery an. Und wir holen noch mehr Eisen. Wow. Nicht so hastig, aber sie haben das Chatpad, glaube ich, verbessert. Zumindest wirkt so, als würde es ein bisschen sich besser steuern lassen. Nicht mehr so träge. Habe ich das Gefühl, sagen wir so. Heißt gar nichts, ich habe nur das Gefühl, aber das habe ich. Wow. Man, die spawnen mir aber zu schnell, diese Dinge. Wie soll ich denn da rankommen? Wow. Wie gesagt, was ich auch geplant habe, vielleicht ist das Ganze noch im Multiplayer aufzunehmen. Lange werde ich das jetzt nicht mehr aufnehmen. Ich wollte euch eigentlich nur so einen kleinen Einblick mal geben. Wenn wir das aufnehmen sollen, könnt ihr natürlich auch bestimmen, welchen Start wir machen sollen. Hui! Komm. Also wenn ich dazu ein Let's Play machen soll und dann bestimmt ihr, welchen Start wir nehmen sollen. Und ob ich das im Multiplayer oder Singleplayer machen soll. Allerdings im Multiplayer suche ich mir dann erstens selbst die Leute raus und zweitens lasse ich mir dann offen, ob ich das vielleicht auch so machen werde, dass ich dann verschiedene Leute mitnehme oder wie, weil im Multiplayer ist immer das Problem, dass ich... Ja, wenn ich den Multiplayer spiele, dann müssen halt immer alle Leute online sein, mit denen ich den Multiplayer spiele. So, jetzt werden die Sachen noch hergestellt, perfekt. Also ich hoffe, ihr versteht das Prinzip gerade. Oh, das braucht Nickelbar und... Oh Gott, die brauchen ja alle noch mehr. Ja, dann gehen wir weg. Dann kommen wieder her, Motor. Dass du wenigstens die anderen Sachen noch machst. Jetzt sehen wir könnten das hier auch rausnehmen. Lass ich jetzt aber mal hier drin. Und der würde das jetzt Ganze produzieren. Ich kann übrigens auch hier
spawnen. Also wie gesagt, diese Welt lösche ich nachher wieder. Ich wollte es nochmal kurz ein bisschen erklärt haben. Und was man auch machen kann. Ich weiß jetzt nicht, ob das so geht. Falsch. So. Geht das hier auch? Ja. Man kann reparieren. Braucht zwar manchmal dann auch Sachen. Allerdings solche Dellen kann man scheinbar kostenlos reparieren. Sonst bräuchte es Sachen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel hier... Haben wir das Maschinengewehr? Nee, ne? Schade, drum. Nehmen wir nochmal... Wir können jetzt nochmal den hier nehmen und den hier nehmen. Dann stelle ich mir noch kurz die Werkzeuge vor. Also wir haben einmal den Bohrer, den haben wir schon gesehen. Damit können wir jetzt eben diese Sachen... Hier auch die... Das Schadensmodell zufügen praktisch. Das ist halt noch wie eine Waffe praktisch. Das wird ein Boden. Und ich habe ja schon mal gesagt, in einem ganz frühen Part, ich fände es total cool, wenn man irgendwo mit dem Schweißbrenner diese Löcher flicken kann. Man kann sie jetzt flicken, das ist super. So. Und ihr seht ja hier, wie gesagt, guckt euch das Tutorial an, um das zu sehen. So ein 100% Balken jetzt bei dem Ding, wo ich angucke. Wenn ich jetzt das hier raushol, kann ich mir daraus die ganzen Platten holen. Die bekomme ich auch wirklich gerade ins Inventar. Und unter diesem roten Strich, wenn das Ding rot wird, funktioniert das nicht mehr. Dann funktioniert diese Sache hier nicht mehr, die da steht. Sehen, also so ein Abbau-Ding. Wir bauen es jetzt mal bis auf 1% runter. Wir sehen auch, das sieht dann anders aus. Also das hat so ein Aufbau- und Abbau-Ding. Wenn ich jetzt wieder schweißen würde, dann würde ich das wieder aufbauen. Wir machen mal, bis der erste Stand kommt oder so. Da habt ihr es gesehen kurz. Das hat sich ein kleines bisschen verändert. Wir bauen es jetzt mal ganz ab. Wir gucken, was dann passiert, wenn wir es unter 0%... Ja, genau. Dann fällt hier Zeug runter, aber irgendwie nicht. Und so könnten wir theoretisch hier alles abbauen. Wir sehen auch hier, es hat verschiedene Damage-Phasen. Wir gehen mal alle durch. Also ich gehe jetzt immer durch, bis es sich einmal verändert. Also verschiedene Ab- und Aufbauphasen. Jede Abbauphase ist im Endeffekt auch eine Aufbauphase. Wir sehen das hier. Die haben wir schon. Die sieht ein bisschen andersrum. Die hier müsste die letzte sein. Wir probieren es mal an dem hier aus, aber müsste so sein. Also eine richtig geile Sache eigentlich. Und jetzt haben wir die von nebenan und... Ja, das ist die letzte. Gut, und dann fällt das runter. Tschüss! So, und jetzt seht ihr... Ja, hier, das Ding hat jetzt verschiedene Aufbau- und Abbauphasen. Ist total geil, also für ein Alpha-Spiel. Und ich habe das ganze Zeug in meinem Inventar. Gut, ich würde dann sagen... Achso, was ich noch für... zeigen kann. Weiß nicht, kann ich das bauen? Ja. Wenn ich das aufbaue, dann ist es erst in diesem Status und dann braucht das nochmal Sachen. Übrigens, hier sieht man diese ausgegrauten roten Sachen. Also die ausgegrauten Sachen sind noch nicht angefangen. Die roten Sachen sind hast du noch nicht genug und die weißen Sachen sind ist erledigt. Was da steht. Ihr seht, ich habe jetzt nicht genug von... Herstellkomponenten, deswegen wird dieses Ding nicht fertig. Das wird aber eh nicht, weil wir diese Welt löschen werden und wir werden eine neue anfangen, wenn ihr das möchtet. Schreibt mir in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Light. Over and out.